Guten Morgen, ihr wunderbaren Leute. Heute gibt's mal so ein bisschen ein kombiniertes Video. Vielleicht machen wir auch zwei Stück daraus. Eine kleine Wandertour. Das Gepäck, seht ihr hier, ist schon ein bisschen am Start. Und wir laufen einfach mal ein bisschen über die Fuchskaute. Ich habe eine Herausforderung heute. Das ist die Motivation von unserem Team in Asanti. Ja? Aber ich glaube, auch das kriegen wir noch dann letzten Endes irgendwo hin. Wir schauen einfach mal, wo wir langlaufen. Und zwar Richtung, was hast du gesagt, Tine? Das ist in die Richtung, gell? Das ist jetzt hier. In die Richtung laufen wir. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg und bis gleich. Okay. Warum läufst du jetzt Schlangenlinien? Das ist doch meine Motivation. Jetzt aber mal ganz im Ernst hier, ja? Real Talk. Bei dem Wetter kann man doch nur Motivation haben, oder? Hier. Also ich find's toll. Spannende hier ist ja, eigentlich war hier, wo wir zum letzten Mal da waren, alles offen. Und hier oben, ja, hier oben konntet ihr dann hingehen und konntet dort dann über die Wegweiser dann die Wanderrouten erwandern. Es ist seltsam, dass es jetzt hier aktuell zu ist. Wegen Corona oder Pleite oder kein Bock, keine Ahnung. Vielleicht hatten die auch eine Veranstaltung, wo sie das als Weg jetzt hier alles abgesperrt haben. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen mal schauen, dass wir hier auf einen gescheiten Weg dann auch kommen. Ich glaube, das ist dann praktischer und hilfreicher für uns, dass wir den dann auch finden. Und da steht er und weiß nicht, wo er mich hin entführen möchte. Das sind mir die Richtigen, mich zum Wandern zwingen und dann keine Ahnung haben. Sie hat es schon wieder getan. Ja? So, jetzt haben wir es. Und zwar müssen wir da lang. Hier, da haben wir die Planung gut und das passt dann hier. Jetzt laufen wir hier einfach da lang. Jetzt. Die Fuchskaute selber ist ja sowieso was sehr, sehr Spannendes, wie ich finde. Das ist die höchste Erhebung im Westerwald mit 600 Batsch Metern. Ich blende es euch irgendwo hier vielleicht ein, ja, wie hoch das Ganze dann auch wirklich ist. Und fällt aber gar nicht so auf. Also wenn ihr jetzt hier seid, ist es nicht so, dass man hier von einem großen Berg oder sowas sprechen könnte, sondern es ist halt so ein bisschen ein Tableau-mäßig. Und es gibt hier sehr, sehr viele schöne Wanderwege und auch schöne Fahrradwege. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ganze mal anzuschauen. Na gut, das, was mich eher interessiert, ist, guck dir mal die Bäume da an. Meinst du, sind alles die Borkenkäfer? Och, du grüne Neune. Leute, schaut euch das mal an. Also ich habe ja Bilder vom Brocken gesehen und auch Videos, wo sie die ganzen Bäume dann umgehaut haben wegen den Borkenkäfern. Und wenn ihr jetzt hier mal reinschaut, das ist hier genau das Gleiche. Richtig, richtig krass eigentlich. So, direkt mit dem Thema Motivation. Von meinem Sidekick bin ich noch nicht weitergekommen. Der Plan ist, irgendwie ins Tisch rauszusetzen, putzen und dann zu chillen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es hier nochmal so warm wird. Ich habe sogar eine dicke Jacke eigentlich mitgenommen, weil ich gedacht habe, hier oben auf 600 Meter wird es ein bisschen frischer, die Jahreszeit. Aber aktuell haben wir wahrscheinlich so gefühlt 22, 23 Grad und blendender Sonnenschein. 45. Also 45. 65. Läufst du aus? Na ja, gut, aber wir wollten es ja so. Ja. Jagdliche Einrichtung. Betreten verboten. Na ja, ganz im Ernst, da will ich gar nicht rein. In so ein Teil. Und es geht weiter. Alles tot. Ich weiß nicht, ob es hört, aber es hört sich an, als regnet es hier. Das sind die Tannennadeln, die hier auf diese großen Blätter fallen.
Was, eine Bank zum Verweilen ist doch gut. Hörst du dich zuerst? Okay. Das ist doch eine schöne Bank. Okay. Also ich meine, die ist natürlich. Wenn ihr auf Outdoor steht, hier findet ihr Zecken und alle möglichen anderen Formen von biologischen Lebensformen, gar kein Problem. Ja? Es gibt den Nico-Weg und es gibt den Tine-Weg. Der Nico-Weg ist das hier. Richtig schön nass, inklusive meine Schuhe. Und der Tine-Weg ist der hier. Hätten wir den lieber genommen? Ja, aber den nicht zuhört. Ich gelobe Besserung. Sort of, ja. Das hier ist also der Ketzerstein. Ja. Ich denke, das Spannende an dem Stein ist eine ganz andere Sache. Ja? Der Kompass geht hier nicht richtig. Das hat so viel magnetisches Gestein drin, dass der Kompass nicht geht. Jetzt haben wir hier vor einiger Zeit auch unsere ersten Leute getroffen. Sonst keiner da. Und wir nutzen das jetzt auch einfach mal für eine kleine Brotzeit und Pause. Noch ist Schatten. Oh, guck mal hier. Ja. Ich komme wieder vor wie ein Kind. Prost. Und erfolgreich. Oh. Immer den Platz zu hinterlassen, wie ihr ihn gefunden habt. Ja? Was meinst du? Nee, die kannst du lassen. Oh, das geht sogar richtig gut mit dem Ding. Ja? So, frisch gestärkt geht's bei uns weiter. Meine Frau hat eine Hütte entdeckt, aber ich glaube, die ist tatsächlich nutzbar. Cool. Aber hier. Schlaf nicht, oder kannst du feiern? Du kannst ja Isomatten reinschmeißen. Echt? Das wäre aber die Kinder mein Erlebnis. Kannst du hier die Isomatten reinschmeißen, noch schlafen, kannst du sogar hochklappen. Geh mal kurz weg. Das kannst du sicher sogar noch zumachen. Ja. Das könnte man auch noch zumachen. Oben auch noch, guck, die Tusch gegeneinander heben. Könnte man mir sogar mal deine beiden Messer nehmen. Das wäre dann mal eine Idee. Bis nächste Woche. Ach, ich bis dahin irgendwie Mückenschutz kriege, ja. Aber jetzt hochgelatscht. Das ist ja cool. Hier. Das ist doch eigentlich mal Abenteuer mit den Kindern. Richtig nice. Das ist ja nicht verboten, oder? Guck mal, hier ist sogar eine Feuerstelle, Schatz. Ja, aber das darf ich nicht. Ja, ja, klar. Natürlich darf ich das. Ich glaube, das ist sogar... Was ist hier? Da steht was. Cool. Erbaut von der Freiwilligen Feuerwehr Weißenberg 1975. Muss man da vorher jetzt eine Genehmigung reinholen? Ich glaube, wir fragen mal. Irgendwie ein bisschen dünn aus, das arme Pferd. Oder jung. Oder sehr jung. Das kann natürlich auch sein. Aber sonst sieht es eigentlich aus. Ja, aber guck mal hier. Wahrscheinlich juckt da die Maske, die sie gegen die Mücken aufhaben. Gegen die Stechfliegen. Also so sehr ich das mag, wenn da Sachen dabei sind in dem Rucksack. Der Rucksack macht mich fertig. Ich schwitze dermaßen. Das glaube ich bei dir besser, oder? Tine? Ja, ich habe halt nochmal üblichen Nackenschmerzen. Oh Mann. Ja, 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 oder gut. Schwitzen hier habe ich ein Riesenloch. Gut, da gibt es halt keine andere Möglichkeit, das zu tun, aber naja. Lieber Essen dabei und genug zu trinken und ein paar Werkzeuge als gar nichts und
dann Hunger da haben. Schon besser. Überall liegt hier das Holz rum, was durch die Borkenkäfer-Invasion abgeschlagen wurde. Und dann kostet der Holzpreis, wie vorher schon gesagt, das Unermessliche. Es ist nicht zu verstehen. So, wir haben es bald geschafft. Ist noch ein bisschen ein Aufstieg, aber eigentlich in 200-300 Metern müsste man dann auch irgendwo da sein. War eigentlich ein ganz schöner Stieg. Und ich denke, Stieg ist falsch. Stieg ist ja immer berghoch, aber eine ganz schöne Route von 10, 11 Kilometern. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe gesehen, Rucksack funktioniert auch ganz gut. Kann man auch ein bisschen länger laufen damit. Na dann, gehabt euch wohl. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen und ein Abo, ja, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ansonsten genießt die restlichen Minuten von eurem Wochenende, wenn ihr dieses Wochenende auch seht. Bis dann!